Aber fehlt mir da schon Motivation durch Bewertung. Aber warum habe ich mir das Thema eigentlich ausgesucht? Das ist ganz leicht erklärt. Die, die schon länger dabei sind, die wissen es, so ein Toastmaster-Abend, an der Agenda kann man sehen, der ist zweigeteilt. Auf der einen Seite reden wir frei im Pitch oder im Table Topics oder wir haben vorbereitete Reden. Und im zweiten Teil, da geht es auch um Reden, aber da geht es eigentlich nur darum, den ersten Teil zu bewerten. Also da die beiden Teile ja ungefähr zeitlich ähnlich gelagert sind, kann man davon ausgehen, dass das Bewerten nicht so ganz unwesentlich ist. Und es ist bei Toastmasters sehr wesentlich, denn Bewertungen helfen uns, besser zu werden. Warum ihr vernünftig bewerten solltet, nach welchen Regeln man bewerten kann und warum wir bei Toastmasters ganz besonders bewerten, das zeige ich euch heute in diesem Educational. Ich hoffe, dass ihr davon auch einiges für euer privates oder berufliches Leben mitnehmen könnt. Wie bewerten die Toastmasters? Den Nutzen einer Bewertung, der ist relativ leicht erklärt. Die sofortige Rückmeldung. Wenn ich hier stehe und eine Rede halte, habe ich mindestens einen, in diesem Fall die Friederike, die mir nachher im zweiten Teil des Abends ein persönliches Feedback gibt, hier auf der Bühne. Ich bekomme also Feedback, was gut war und wo es noch Chancen gibt, das mich verbessern kann. Der zweite Teil, sie zeigt mir eben diese Verbesserungsmöglichkeiten auf. Das heißt, mit der Zeit werden meine Reden sehr wahrscheinlich, wenn ich es annehme, immer besser werden. Und der dritte Teil ist, sie baut mein Selbstwertgefühl auf. Weil wir Toastmasters nicht mit dem Hammer draufschlagen und Kritik üben, sondern wir zeigen vor allen Dingen, was gut gewesen ist und darüber hinaus Möglichkeiten zur Verbesserung an. Und jeder von euch kann heute Abend von dieser ganzen Bewertungsmaschinerie profitieren. Ich profitiere durch das persönliche Feedback. Meine Bewerterin profitiert davon, dass sie gut zuhört und mir in einer kurzen Improvisationsrede der Bewertung das Feedback gibt. Und das Publikum, es hört zu und schaut, wie man eine gute Bewertung liefert. Wie funktioniert denn eine gute Bewertung? Zunächst einmal vor der Rede. Vor der Rede sprechen der Bewerter und der Redner sich ab. Sie tauschen das Handbuch aus, anhand der Bewerter die Rede bewertet. In diesem Handbuch, ich habe es zum Anfang gezeigt, da stehen die Kriterien drin, nach denen bewertet werden soll. Ich kann alles machen, was dort drin ist, aber ich brauche nicht mehr machen. Aber sie hat einen Leitfaden, woran sie mich messen kann. Und diese Bewertungsrichtlinien, vorhin vorgelesen, nutzt sie, um auch nachher in ihrer Bewertung mir ein spezifisches Feedback zu genau dieser Rede zu geben. Außerdem sprechen wir vor der Rede darüber, wo ich mich unsicher fühle, auf welche Punkte sie vielleicht noch zusätzlich achtet. Meine Problemzonen sozusagen, die möglicherweise nicht in den Bewertungsrichtlinien drinstehen. Eine perfekte und eine gute Rede lebt vor allen Dingen vom Zuhören. Eine perfekte Bewertung lebt vor allen Dingen vom Zuhören. Und das ist die Aufgabe von Friederike. Sie zeigt mir ihr Interesse und jedem Redner das Interesse, weil sie aufmerksam zuhört und dem Redner das Gefühl gibt, wichtig zu sein. Denn im Prinzip ist sie heute die wichtigste Person für mich. Sie gibt mir nachher auf der Bühne einen öffentlichen Feedbackpreis, was ihr möglicherweise auch dann annehmen könnt. Ihre Aufgabe ist es aber auch, sich in meine Lage zu versetzen. Ein Icebreaker ist ein Icebreaker und eine fortgeschrittene Rede ist eine Fortschrittsrede.
Fortgeschrittenen rede. Wenn ich jetzt mit dem Wissen eines fortgeschrittenen Redners, einen Icebreaker bewerte, muss ich mich auch hineinversetzen in den Redner, der den Icebreaker, also die erste Rede, hält. Ich kann ihn nicht mit den Maßstäben einer fortgeschrittenen Rede bewerten. Dieses Management muss der Bewerter vollziehen. Er muss die Bewertung anhand des Fortschritts, der Redefähigkeit des Redners bewerten. Und der Bewerter wird Notizen machen. Notizen über die Rede, was gefallen hat und wo sie Chancen sieht, wo ich mich verbessern kann. Diese Notizen sind sie nachher heran, um auf der Bühne ihre Rede und ihre Bewertung zu vollziehen. Kommen wir zum Hauptstück, die Bewertung. Eine wertschätzende Bewertung lebt vor allen Dingen von den Worten. Falsch gewählte Worte erzeugen Stress für den Redner. Möglicherweise fühlt er sich ein wenig beleidigt. Deswegen ist es für den Bewerter sehr wichtig, genau die richtigen Worte zu wählen und Ich-Botschaften auszudrücken. Ich-Botschaften, mir ist es aufgefallen. Ich habe es so empfunden. Es geht nicht darum, zu verallgemeinern oder die Sicht eines Publikums anzuziehen, sondern die subjektive Wahrnehmung. Ein ebenfalls wichtiger Punkt ist, dass mein Bewerter die Rede bewertet und wie ich Gestik, Mimik und Performance abgeliefert habe. Der Bewerter bewertet nicht mich als eine Person. Es würde ja auch keinen Sinn machen, wenn sie mich bewertet, ob wir ein gutes Verhältnis haben oder nicht. Es geht ausschließlich darum, was die Performance hier auf der Bühne bei Toastmasters ist. Friederike wird heute versuchen, mein Selbstwertgefühl zu steigern. Und das machen alle Bewerter, die ihr heute noch erlebt. Sie versuchen, positive Sachen zu verstärken und die Kritiken als Möglichkeiten, als Chancen zu verpacken. Auch wichtig ist es, die Bewertung nicht einfach rund zu absolvieren. Ja, du hast heute eine tolle Rede gehalten, ich freue mich wirklich, dich beim nächsten Mal wieder zu hören. Da ist die Botschaft eine andere, die bei mir ankommt, die Worte und das, was ich sehe. Also sie wird es unterstreichen durch eine offene Gestik, durch eine Wortwahl, durch die Mimik und die Tonierung. Der wichtigste Punkt zum Schluss. Aufrichtig sein. Es kommt gar nicht auf Schönfärberei an und nur Lobhudelei. Das verbessert im Prinzip das Clubleben und die Bewertung. Es kommt auf konkrete Sachen an, die aufgefallen sind und die man verbessern kann. Und es kommt nicht darauf an, hier die ganze Bewertung nur toll und positiv zu reden. Es müssen Kritikpunkte da sein, damit ich mich entwickeln kann. Zum Schluss der Bewertung die Zusammenfassung. Eine gute Bewertung lebt davon, dass der Bewerter die Bewertung mit dem Schluss rund macht. Die einleitenden Worte werden nochmal aufgegriffen und zu einem Gesamtkonzept zusammengeführt. Es kommt zusätzlich die Möglichkeit, eine sogenannte Sandwich-Methode anzuwenden. Positive Dinge werden genannt, Chancen für den Redner und zum Schluss wird nochmal mit den positiven Argumenten abgeschlossen. Ein Sandwich. Außerdem versucht der Bewerter, das Publikum von seinem Gesagten zu überzeugen und es zu animieren, die Möglichkeiten auch für sich zu nutzen und in ihre Reden und Tätigkeiten einzubinden. Die Wertschätzung einer Bewertung habe ich vorhin schon angesprochen. Die Anerkennung der Leistung, das ist ein wichtiges Kriterium. Und jeder, der hier auf die Bühne steigt, der auf die Bühne tritt, überwindet zumindest erstmal seinen Mut, seine Angst vor einem möglicherweise fremden Publikum zu sprechen.
Er überwindet Ängste, dass die Worte versagen, dass man sehr nervös wird. Das ist eine Leistung, die man anerkennen kann. Die Vorbereitung, da stecken viele Redner sehr, sehr viel Zeit hinein. Das kann auch anerkannt werden. Und diese Anerkennung nehme ich mit in meine nächste Rede und kann sie noch weiter ausbauen. Wichtig ist, dass man eine Bewertung als ein Geschenk verstehen kann. Ein Geschenk, was der Bewerter und damit auch ihr alle, die diese Zettel ausfüllt, dem Redner geben könnt. Ihr gebt ihm ein Geschenk, eine Möglichkeit, Chancen wahrzunehmen, sich zu verbessern. Und so möchte ich euch mit einem Zitat verabschieden, von Karl Immermann zum Thema Anerkennung. Dankeschön.